Herzlich willkommen, Freunde, zu einem neuen Video im Jahr 2023. Als allererstes hoffe ich mal, dass ihr alle gut ins neue Jahr gestartet seid. Wie ihr seht, melde ich mich nicht vom Wasser. Und zwar bin ich eine Runde mit dem Hund spielen, aber möchte gleich mal die Gelegenheit nutzen, um ein neues Video einzuleiten. Wir treffen uns nämlich morgen mit dem Marcel an unserem Hausgewässer und ja, wollen natürlich bei dieser Location, bei diesem Wetter die Chance nutzen oder einfach mal probieren, einen Karpfen im Schnee zu fangen. Das wäre natürlich richtig genial. Wir waren vor 2 Wochen schon mal zusammen draußen. Wir hatten ja auch nach dem Jahreswechsel oder nach Weihnachten eigentlich, kann man sagen, ein extremes Tiefdruckgebiet mit sehr, sehr milden Temperaturen, was die Wassertemperaturen hier extrem wieder nach oben steigen ließ. Also wir hatten vor 2 Wochen, wo wir mit Marcel am Wasser waren, über 8 Grad Wasser. Ja, waren da gute Hoffnung, dass wir einen Fisch fangen können. Jeder hat nicht ganz so geklappt. Ich konnte einen Fisch fangen, einen Schuppi am Morgen. Ja, was ich euch auf jeden Fall auch noch gleich mitteilen möchte. Wir sind am 4. und 5. Februar auf der Angel Expo in Frankfurt-Oder mit einem Messestand vertreten. Und wir hoffen, dass ihr alle vorbeikommt. Und wir sind auch auf der Carp Expo Berlin, also in Schönwalde-Glien, sind wir vertreten am 25. und 26. Februar. Haben richtig Bock auf eine Messe, war ja nur ein Jahr Pause. Und dementsprechend, denke ich mal, haben wir richtig Bock, habt ihr richtig Bock. Und genauso viel Bock habe ich, bei diesem Wetter morgen angeln zu fahren. Und ja, würde einfach mal sagen, ich melde mich morgen Abend nochmal vom Wasser aus wieder mit dem Marcel. Dann quatschen wir nochmal ein bisschen, wie wir die Sache angehen bei dem Wetter, was wir an Futter benutzen. Und fangen jetzt am besten schon mal an, die Daumen zu drücken, dass wir vielleicht einen Karpfen im Schnee bei dieser geilen Kulisse auf die Matte legen können. Dann bis morgen. So, Leute, es ist kurz vor 10 und ich werde jetzt gleich meine Routen fahren. Ja, ist ein bisschen anders gekommen als geplant. Hussi hat gegen mittags sein Auto gepackt, hat einen Anruf bekommen von der Schwester und ja, die musste irgendwie arbeiten. Dementsprechend durfte er kurzfristig auf die Kinder aufpassen und ist bis jetzt immer noch nicht weggekommen. Das ist natürlich richtig scheiße. Aber ja, nichtsdestotrotz bin ich natürlich schon rausgefahren, bin aber auch jetzt erst so weit, dass ich gleich meine Routen fahren werde. Wetter ist auch ein bisschen anders als eigentlich auf dem Radar gewesen. Es sollte ja schneien eigentlich den ganzen Tag, ab Mittag, Nachmittag rum und dann in die komplette Nacht durch. Es hat auch pünktlich gegen 13 Uhr oder so war ich wieder mit dem Hund spielen. Das hat gerade gekracht vom Baum, ein Batzen Schnee aufs Auto geknallt. Ja, genau, als ich mit dem Hund spielen war, hat es angefangen zu schneien, hat dann den ganzen Tag auch richtig schön geschneit. Es war wieder eine übelst geile Location. Alles, ja, die komplette Landschaft richtig zugeschneit. Und ja, am Abend, ich gehe ja mal, bevor ich losfahre, mal nochmal mit dem Hund, hat es genieselt. Die Straßen waren schon wieder frei, klitschnass, matschig. Ist jetzt alles komplett am Tauen hier. Und ich weiß gar nicht, ob es jetzt überhaupt nochmal regnet. Ich bin hergefahren. Minus 0,5 Grad, also irgendwie hier gerade so alles knapp am Gefrierpunkt, aber man hört es auch vielleicht sogar, das tropft hier die ganze Zeit von den Bäumen runter,
Also voll am Tauen. Ja, dementsprechend weiß ich gar nicht, ob Hussi jetzt überhaupt noch vorbeikommen wird. Ich glaube eher weniger. Aber ja, nehmen wir so hin. Familie geht vor. Aber ich will euch auf jeden Fall noch schnell zeigen, was ich jetzt fischen werde, was ich rausfahren werde. Was ich im Endeffekt beim letzten Mal, wo ich angeln war, oder wo ich mit Hussi angeln war, genauso gemacht habe. Dazu schmeiße ich mal eben die Kopflampe an. So, Route Nummer 1 fische ich mit einem 24 mm Coco Shell Wafter. Rigs easy wie immer. Bei mir ein 128 Gramm Inliner und schon kann es losgehen. Und füttere darauf eine Mischung, das ist noch ein bisschen Rest vom letzten Mal, ein bisschen frischer Mais noch mit reingemacht. Soluble Coco Shell 20 mm. Mais, Flumino Groundbait und ja, das war's eigentlich auch schon. Hier sind noch ein paar halbe Wafter mit drinne. Die schmeiße ich dann immer rein in die Futtermische. Und dann kann das auch schon losgehen. Route Nummer 2. Da kommt auf jeden Fall auch Paste drauf. Nicht nur an den Hookbait, sondern eben auch neben den Köder und einfach nur Blanco. Soluble Boilies, Premium, Slopworm, 20 mm. Und hier fische ich einen Snowman mit Paste drum, 24er A Slopworm und ein Dark Firefly Pineapple Pop-Up. Und wie gesagt, schön. Paste drumherum. Rig völlig identisch. Und dann kann es auch direkt losgehen. Keine Zeit verlieren. Die Ruten müssen raus. Ready. Routen liegen. Wassertemperatur ist ordentlich runtergegangen. 3,2 bis 3,4 Grad. Die Routen liegen so bei 2,50 und 3 Metern. Gucken wir mal. Pack ich mich jetzt ins Auto und sag schon mal tschüss, bis morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe absolut nicht mehr damit gerechnet. Es hat die ganze Nacht geregnet, also genieselt, getaut. Es ist nichts passiert. Und so wie ich gerade mit meiner Frau schreibe, dass ich aufstehen will und dem Hund Frühstück geben will. Kurz nach 7 war das. Ich war gegen 6 schon mal Gassi. Habe ich einen Fallbiss bekommen. Und siehe da, ein kleiner Satzer zaubert mir hier ein Lächeln ins Gesicht. Ja, total geil. Kam auf dem Slopworm Schneemann. Hat drin gepasst in das Maul, wie man sieht. Es war ja 24er mit einem 15er Poppy. Und ja, ich bin total happy, einen kleinen Schneekarpfen gefangen zu haben. Wer weiß, wann es den nächsten Schnee gibt. Sieht ja so aus, als wenn das jetzt hier die nächsten Tage wieder alles wegtauen wird. Und ja, den wollen wir gar nicht lange in der Luft behalten. Gleich wieder zurücksetzen. Richtig schön. Er hat hier so einen ganz markanten orangenen Punkt. Und ja, ich freue mich, dass es geklappt hat. Richtig geil. Und sage an der Stelle auch direkt tschüss. Und ich hoffe, wir sehen uns in Frankfurt-Oder
oder in Berlin auf der Messe. Bis dahin. So Leute, ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Ich habe mir jetzt noch überlegt, ein kleines Gewinnspiel zu machen, aber ganz exklusiv nur für die Leute, die auf die Angel Expo und auf die Carp Expo kommen. Und zwar braucht ihr nichts weiter zu tun, außer in den Kommentaren reinzuschreiben, ich komme zur Angel Expo oder ich komme zur Carp Expo. Schon seid ihr mit dabei und habt die Chance auf einen kleinen Gewinn. Und zwar, also sind auch die Produkte, die ich jetzt verwendet habe in dem Video, mit denen ich die beiden Fische gefangen habe, verlose ich 1 Kilo Soluble 20 mm Premium Ace Lockworm Boilies, dazu 1 Kilo Paste und eine Dose Hookbaits, die Wafter in der kleinen Dose in der Mischung mit den 16, 18 und 20 mm, damit ihr das mal ausprobieren könnt. Und das wird natürlich nicht verschickt. Ihr könnt euch euren Gewinn dann abholen auf der Angel Expo oder auf der Carp Expo, je nachdem. Ich verlose sozusagen einmal dieses Paket für die Angel Expo an einen unter euch und das gleiche auch einmal für die Carp Expo an einen unter euch. Ja, und dann würde ich mal sagen, haut in die Tasten, lasst euer Kommentar da und dann hoffe ich, wir sehen uns auf der Messe in Frankfurt oder auf der Messe in Berlin. Bis dahin, ciao, bis zum nächsten Video.